Ja, hallo Freunde, heute will ich euch zeigen, wie ihr eure Privatsphäre etwas schützen könnt, wenn ihr Windows 10 User seid. Ja, das geht jetzt hier um Windows 10, denn Windows 10 ist ja dafür bekannt, dass es etwas sehr gesprächig ist, ja, freundlich ausgedrückt. Manche reden da schon von fast Trojaner, ja. Das wird einfach alles protokolliert, ja, von Systemfehler über Navigationsverhalten, ja. Besuchte Webseiten und so weiter, bis hin bis weiß ich nicht, Chatverläufe, ja, das wird alles von Microsoft mitgeloggt, ja, diese Daten, die werden dann an Microsoft im Hintergrund versendet. Was damit passiert, wissen wir leider nicht so genau, bis gar nicht. Es könnte ja auch sein, dass vielleicht eines Tages diese Daten ja auch gegen uns selbst verwendet werden. Ja, wenn man aber bei Microsoft nachfragt, dann werden sie uns erzählen natürlich, dass diese Daten also nur dazu genutzt werden, um das System vielleicht ja zum Verbessern, zu optimieren, alles zum unserem Besten also. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte euch heute zeigen ein kleines Programm hier. Das ist jetzt hier eine Windows 10 Maschine. Und zwar will ich euch ein Programm, das sich Privacy Repeater nennt. Die offizielle Webseite ist hier diese hier securilla.com. Ja, das Programm ist kostenlos. Hier Privacy Repeater, ja, für Windows 10 hier. Wir können uns jetzt hier kostenlos herunterladen. Ist ein klitzekleines Programm. Das können wir jetzt hier wegklicken. Genau, das ist jetzt schon heruntergeladen und hier in unserem Download-Folder gespeichert. Das ist das hier. Warum ich das so gut finde, dieses Programm, das werden wir gleich sehen. Ja, es gibt natürlich einige Programme, die das machen, ja, diese sogenannten Spy-Funktionen unterbinden, blockieren, oder die meisten, ja. Dieses Programm ist aber noch mal ein bisschen besser, finde ich. Zum einen, weil es ist eine portable Version hier, ja, das heißt, dass man das nicht installieren muss irgendwie. Das kann man hier direkt starten, ja, launchen und schon gelangt man auf der Oberfläche, also Benutzeroberfläche hier. Beziehungsweise bevor wir jetzt hier überhaupt weitermachen, möchte ich vielleicht an der Stelle ja darauf hinweisen, ganz 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 wichtig, bitte ein Restore Point zu erstellen, ja, falls da irgendwie mal was schief läuft, dass wir das genau, einen Wiederherstellungspunkt haben, dass wir das zurücksetzen können, ja. Das geht recht einfach hier beispielsweise über diese PC hier Eigenschaften, erweiterte Systemeinstellungen. Und hier haben wir genau hier auf dem Reiter Computerschutz. Bei mir ist das jetzt schon ein. Wir können uns jetzt hier, wenn bei euch hier aus ist, ja, diese Option hier, dann könnt ihr hier aber konfigurieren, ja, dann sieht es so aus wahrscheinlich. Einfach hier aktivieren und ein bisschen Platz hier zuweisen, ja. Was weiß ich, 10, 5, 11, 12%. Ja, übernehmen und mit OK bestätigen. Ja, und dann hier auf dem Reiter, auf dem Tab hier erstellen, einfach draufklicken. Hier einfach ja, ich mache mal jetzt Privacy Repeater, ein PR, irgendeinen beliebigen Namen, das vergeben hier einfach, dass ihr dann wisst, und fertigstellen, dann wird das ein Wiederherstellungspunkt erstellt. Ja, und dann, wie gesagt, falls es irgendwas schief gehen sollte, dass das System nicht mehr richtig oder nicht mehr stabil ist oder was auch immer, dann könnt ihr ja wieder über den Weg hier euer PC, euer System hier, diese PC-Eigenschaften, erweiterte Systemeinstellungen, Computerschutz und dann hier Systemwiederherstellung einfach draufklicken und hier unser Wiederherstellungspunkt auswählen, ja, das bevor wir das Programm gelauncht haben, und dann einfach das Wizard hier folgen und dann wird das alles wieder
ja, beim Alten halt, ja. Genau, nachdem wir das gemacht haben, uns einen Wiederherstellungspunkt erstellt haben, dann können wir jetzt zu dem Programm hier, das müssen wir als Administrator ausführen, ja. Zack. Und schon, jetzt werden ja die Daten da ausgelesen sozusagen. Genau, hier muss man nochmal die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Vielleicht, ja, könnt ihr euch einmal kurz durchlesen. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Und hier, genau, das sieht jetzt hier so aus. Und jetzt möchte ich euch ja, zeigen, was es von den anderen unterscheidet und warum ich das so gut finde. Ja? Also hier auf der linken Seite ist nochmal unterteilt alles nach Kategorien. Hier kann man übrigens auch einen Restore Point sich erstellen, ja, mit dem Programm. Also ganz wichtig, bevor ihr irgendwas macht, hier ein Restore Point erstellen. Und hier können wir nochmal nach Kategorien suchen und wir können einmal hier ja einzelne Funktionen ein ausschalten, ja, beziehungsweise aktivieren, deaktivieren, blockieren. Oder nicht, wie auch immer. Hier haben wir nochmal Hinweise, hier recommended, ja, das sollten wir vielleicht machen. Genau, und hier System. Genau, hier sind nochmal ein paar Hinweise, hier zum Beispiel wie for experts only. Das bedeutet jetzt einfach nur, dass, also wenn wir hier uns unsicher sind, dann vielleicht sollten wir das lassen. Das kann jetzt hier sein, dass das System irgendwie auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt wird. Ja, also dass es vielleicht unstabil läuft dann oder wie auch immer. Ja, und ja, das Zweite, was ich so gut finde hier, was die anderen Programme nicht haben, ja, ist, dass wir, wenn wir hier auf den Pfeil hier nach unten draufklicken, hier wird genau erklärt, was gemacht wird, ja, was deaktiviert wird und was geändert wird am System. Hier sehen wir ja die betroffenen Einstellungen sozusagen, und zwar, was in den Registry geändert wird, alles, ja. Also das ist, das finde ich super, ja. Vielleicht der kleine Nachteil ist, dass das auf Englisch ist alles, also man muss ein bisschen Englisch können, ja. Auf Deutsch gibt es noch nicht leider, aber wie gesagt, ja, das ist eine super Sache. Und das Dritte jetzt, glaube ich, ist, dass wir müssen uns jetzt gar nicht hier darum kümmern, so genau, wenn wir keine Lust haben oder Zeit oder wir nicht wissen, was wir genau brauchen und was nicht, ja. Das können wir einfach mit einem einzigen Klick hier enable all recommended options, ja. Wenn wir jetzt einmal hier draufklicken, dann werden alle diese Funktionen blockiert, ja, die sogenannten Spy-Funktionen. Also alle nicht natürlich, aber die jede Menge jedenfalls. Hier haben wir noch mal, hier sehen wir noch mal die Version 1.4.0.0 aktuell. Und hier haben wir die Enabled Options. Hier haben wir recommended, also 46 insgesamt. Bei mir sind jetzt nur zwei, was ich da jetzt irgendwie rumgeklickt habe. Und total insgesamt sind 63 Optionen. Ja, ich klicke mal das jetzt hier einfach auf Enabled All Recommended Options. Ja. Wir müssen danach auch nichts mehr bestätigen oder irgendwas. Die werden direkt blockiert sozusagen. Jetzt kommt nochmal die Warnung, genau, dass das sehr zu empfehlen ist, ein Wiederherstellungspunkt vorher. Ja, falls es irgendwie mal doch was schief läuft. Wir haben das jetzt aber schon gemacht. Und jetzt wird alles aktiviert bzw. blockiert. Genau, und jetzt haben wir hier das Ergebnis sozusagen, haben wir 45 Regeln oder ja Funktionen blockiert von 46. Ja, also die empfohlenen hier sind die empfohlen. Und insgesamt sind 43 und davon 46 sind jetzt blockiert, ja. Genau, die meisten Optionen hier oder viele davon, die werden natürlich
nach dem Neustart aktiv sozusagen, ja. Also wir müssen jetzt unser Windows 10 hier einfach ja einmal neu starten und schon haben wir diese oder jede Menge Spy-Funktionen hier blockiert, ja. Genau, also das finde ich super. Ich hoffe, ja, wir können noch mal zusammenfassen. Ja, zum Pluspunkte ist einmal, das muss nicht installiert werden. Das wird alles genau erklärt, was ja, was geändert wird und in den Registry auch genau, was da geändert wurde. Und das ist, finde ich, auch sehr einfach zu bedienen, ja. Sehr übersichtlich und schön unterteilt hier die Kategorien, ja. Habe das jetzt nochmal gestartet. Und ja, das einzige kleine Nachteil vielleicht ist, dass es einfach auf Englisch ist und man muss ein bisschen man muss sich ein bisschen ja der englischen Sprache mächtig sein oder ja zumindest ein bisschen fit. Und ja, das war's, denke ich, eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, ja. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.